Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe gerade was zu essen gemacht, weil ich habe ja in meinem letzten Vlog, glaube ich, am Ende gesagt, dass ich fälschlicherweise aus Versehen was bei HelloFresh bestellt habe. Ist eigentlich an sich aber immer gut, also wenn die Gerichte mir natürlich gefallen, weil dann habe ich Essen und ich liebe HelloFresh, ich benutze das ja schon seit Jahren. Heute gibt es vegane Smashed Falafel Burger mit Kartoffelspalten. Diesen veganen Dip und oh, sieht so geil aus. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall einverleiben und zu Abend habe ich dann noch einen Burger, weil das sind ja zwei Burger, also für zwei Portionen. Meine Wohnung ist immer noch sauber. Also hier muss ich noch ein bisschen aufräumen, weil ich bin ja gestern auf dem Russian Vibe Festival gewesen. Sonst ist hier alles noch wunderbar. Ich lasse mir das Essen jetzt auf jeden Fall schmecken. Heute ist Sonntag, ich werde danach einen Vlog schneiden. Und werde heute einfach nur nochmal den ganzen Tag chillen. Also wir haben schon 15 Uhr, so lange kann ich gar nicht mehr chillen. Und morgen geht's dann richtig rund. Ab morgen werde ich wieder Vollgas geben. Arbeiten, YouTube, Instagram, alles Mögliche werde ich wieder durchziehen. Pole Dance, Sport, keine Ausreden mehr. Ich habe jetzt 3 Wochen wieder gar nichts gemacht, weil ich krank war. Ich bin auch, to be honest, nicht 100% gesund. Ich würde sagen, zu 90-95% bin ich gesund. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Und ich habe vergessen, eine Gabel mir zu nehmen für diese... Dann kann ich einfach mit der Hand essen, ne? Ich hab so Hunger. 15 Uhr, noch nichts gegessen. Oh, meine lieben Freunde der Sonne. Aber ihr kennt mich ja, ne? Ich glaube, ich habe mich das letzte Mal am Montag oder Dienstag gemeldet. Aber hey, ich mache Fortschritte. Ich melde mich 2-mal die Woche statt einmal in einem Monat. Ja, also ich habe mehr oder weniger Vollgas gegeben. Das war ja die allererste Woche, die ich überhaupt wieder angefangen habe, irgendwas zu machen, nachdem ich krank war. Ich stelle mich mal da ab, weil ich muss nämlich jetzt Wäsche machen. Wenn wir ein Resümee der Woche festlegen, dann habe ich diese Woche 3-mal Pole Dance gemacht, war 3-mal arbeiten, habe ein YouTube-Video bearbeitet, hochgeladen und eins muss ich noch morgen für morgen machen, also quasi 2 Videos. Habe einiges an Kooperationen bearbeitet gemacht, das war es eigentlich auch schon großartig. Ist ein guter Einstieg, würde ich sagen. Ist ausbaufähig, also da geht mehr, aber ist okay. Ich habe so viel weiße Wäsche, Leute. Aber Leute, ich habe mir letztens, ich war in Holland und habe mir einen neuen Jogginganzug gekauft. Ich habe den noch nicht angezogen, weil der viel zu warm ist. Und ich den erstmal waschen muss, auf jeden Fall. Aber ich freue mich so, den anzuziehen, wenn es Herbst wird. Und meinen neuen rosa Jogginganzug liebe ich auch. Jetzt bin ich gar nicht mehr so müde. Ich war eben auf der Arbeit super, super, super müde. Jetzt geht's irgendwie wieder. Aber ich habe Kopfschmerzen. Ich habe mir gerade in der Apotheke Thomapyrin Intens geholt. Gucken, ob es mir besser geht dann. Dann habe ich eine neue Serie angefangen. Habe ich, glaube ich, letztens schon erzählt. Sons of Anarchy. Und dann schaffe ich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen. Weil ich hatte heute Frühschicht, also musste ich um 6.50 Uhr auf der Arbeit sein. Und das war, ja, früh für meine Verhältnisse. Dann habe ich gerade was eingekauft. Das zeige ich euch auch noch. Dieses Video nenne ich Pre-Birthday Week. Weil ich in einer Woche Geburtstag habe. Ich bin halt das absolute Geburtstagsmädchen. Ich liebe meinen Geburtstag. Also ich liebe Geburtstage. Ich liebe Überraschungen. Ich liebe alles, was eigentlich damit zu tun hat. Ich sage euch aber ehrlich, dieses Jahr wird mein Geburtstag anders als die ganzen letzten Jahre. Ich habe auch unter der Woche Geburtstag. Ich habe auch nicht wirklich was geplant in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie meinen Geburtstag feiere oder keine Ahnung. Also ich werde meinen Geburtstag wahrscheinlich mit 1 oder 2 Leuten verbringen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, möchte ich mir selber eine Pre-Birthday-Week machen, indem ich mir jeden Tag etwas Gutes tue. Das sollte man sowieso, aber ich meine jetzt ein bisschen mehr als was Gutes. Also so, was ich mir schon etwas länger wünsche oder so, mir einfach ein paar Wünsche erfülle und mich selber surprise. Ich will mir auch noch so einen richtig schönen Blumenstrauß selber holen, weil man hat immer so diese Erwartungshaltung an andere Leute, sei es an die Männers oder an wen auch immer. Und dann denke ich mir so, warum warten, bis andere meine Erwartungen erfüllen? Wieso mache ich mir nicht einfach selber eine Freude? Weil dann brauche ich keine Erwartungen an andere Menschen zu haben und werde dementsprechend auch nicht enttäuscht. An Tag 1 habe ich eine Bestellung gemacht, weil ich wünsche mir schon richtig, richtig lange Air Force. Also ich habe immer, seit ich diesen Schuh so kennengelernt habe, also den gab es schon vorher die ganze Zeit, aber seit ich ihn für mich so entdeckt habe, habe ich immer ein paar Air Force gehabt. Aber ich glaube, seit einem Jahr oder sowas hatte ich keine Air Force mehr. Und ich liebe Euge schon wieder die ganze Zeit, seit Monaten mit denen. Und vorgestern habe ich mir dann gegönnt und habe mir dann 2 Paar Air Force bestellt. Und eins davon ist auch gerade angekommen.
Und ich bin ja ein kleiner Sparfuchs, ne? Also ich liebe nichts mehr als Geld zu sparen, wo man es kann. Und ich hasse nichts mehr als unnötiges Geld auszugeben. Dieser Schuh, Inflation lässt grüßen, kostet mittlerweile 130 Euro. Also ich glaube, es hackt. Und nein, ich konnte ihn nicht in der Kinderabteilung bestellen, weil da gab es den nicht. Weil diesen Hack habe ich damals auch schon genutzt, weil ich habe 36, das heißt, ich kann in dieser Teenie-Abteilung einkaufen, gab es aber nicht. Und für alle da draußen, die auch so ein Sparfuchs sind wie ich, weil Rabatte und sowas, Rabattaktionen gab es keine und ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich gar nichts spare. Deswegen habe ich über Shoop bestellt. Shoop ist ein Cashback-Anbieter. Er ist sogar mit 2200 Partnershops Deutschlands Nummer 1 Cashback-Anbieter. Dementsprechend habe ich über Shoop einfach diese Bestellung gemacht und 6 Euro zurückbekommen. Ich erkläre euch jetzt mal ganz genau, was Shoop eigentlich ist oder beziehungsweise was eigentlich ein Cashback Anbieter ist. Ich habe euch das Ganze extra mal aufgenommen, als ich die Bestellung gemacht habe. Ich habe übrigens nicht nur den Schuh bei Nike bestellt. Ich habe auch noch bei JD Sports einen anderen Air Force Schuh bestellt. Da habe ich mir zwei Paar Schuhe sogar gegönnt. Ihr könnt entweder über die Schuh Website oder über die Schuh App, ich habe die App auf dem Handy, könnt ihr einen Shop eurer Wahl auswählen, wo auch immer ihr shoppen wollt. Wie gesagt, es gibt 2200 Shops, die dort zur Verfügung sind. Dann klickt ihr einfach auf Cashback aktivieren. Ihr seht dann auch die Bedingungen, wie viel Cashback ihr bekommt für eure Bestellung. Dann werdet ihr zum Shop weitergeleitet. Dann macht ihr ganz normal eure Bestellung, as always. Dann schließt ihr den Vorgang einfach ab, schließt das Fenster und dann bekommt ihr auch schon euer Cashback. Also dann wird es erstmal vorgemerkt und dann kriegt ihr quasi bares Geld zurück. Shoop ist natürlich kostenlos. Das heißt, ihr könnt über meinen Link unten in der Infobox einfach draufgehen und bekommt sogar nur mit meinem Link 10 Euro Startguthaben. Das heißt, 10 Euro habt ihr sowieso schon drin. Und jedes Mal, wenn ihr dann irgendwas macht, zum Beispiel, wenn ihr halt shoppt, wenn ihr eine Reise bucht, zum Beispiel bei Expedia oder sowas, habe ich auch schon gemacht, dann bekommt ihr jedes Mal auf eure Bestellung bares Geld zurück. Ihr könnt es euch ab 10 Euro ganz einfach per PayPal oder auf euer Konto überweisen. Leute, ich liebe das einfach. Ich liebe es einfach, Geld zu sparen, wo man nur kann. Außerdem, was ich auch total cool finde, man hat zum einen so einen Partner des Tages, sprich, da bekommt man besonders viel Cashback. Also jetzt bei Adidas gerade 18%. Ich wurde schon gefragt, wie kann das denn überhaupt sein? Das ist ganz einfach erklärt. Shoop bekommt eine Vermittlungsprovision von den Shops und diese wird dann zum Großteil an uns weitergeleitet. So finanziert sich das Ganze quasi. Und ich wurde auch schon gefragt, weil ich verstehe das, dass man ein bisschen misstrauisch ist, war ich früher auch. Ich wurde gefragt, ja, dann sind die Sachen ja bestimmt dann teurer und dann kriegt man quasi das Cashback zurück, obwohl man ja sowieso mehr bezahlt hätte. Nein, der Schuh kostet 130 Euro, ob ich da so einfach auf die Nike-Website gehe oder ob ich über Schuh darauf gehe, der Preis bleibt gleich. Der Unterschied liegt darin, hätte ich bei Nike normal bestellt, hätte ich nichts gespart, hätte nichts zurückbekommen. Dadurch, dass ich aber über Schuh bestellt habe, habe ich 6 Euro zurückbekommen. Das heißt, zukünftig möchte ich nicht, dass ihr irgendwelche Einkäufe noch ohne Cashback-Anbieter tätigt. Da seht ihr, habe ich bei JD Sports 91 Cent zurückbekommen, auch Kleinvieh macht Mist, und bei Nike 6,01 Euro. Deswegen werdet ihr jetzt einmal in die Infobox gehen, euch bitte registrieren, kostenlos. Denn wer sagt bitte Nein zu barem Geld, was man zurückbekommt? Ich glaube, keiner. Jetzt zeige ich euch aber meinen Schuh. Ich freue mich so sehr. Der Moment der Wahrheit. Ich habe den auch letztens in der Stadt schon gesehen. Ich war ja in Holland, weil ich mir den Schuh da auch schon kaufen wollte. Den gab es aber nicht in meiner Größe, weil den gibt es aber nur in 36,5 und ich brauche halt 36. Tada! Ich hatte den Schuh halt auch schon öfter. Und ich liebe ihn einfach. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, dass ich ihn wieder habe. Ja, ich mag diesen Schuh, also diesen Shadow, mag ich viel mehr als den normalen. Weil der hat halt so eine höhere Sohle. Hier, das sieht einfach anders aus als bei dem normalen. Ich habe mir dennoch auch den anderen bestellt. Zeige ich euch auch mal kurz. Übrigens war das dumm, dass ich zuerst bei JD Sports bestellt habe und dann über Nike. Weil hätte ich beide Schuhe über Nike bestellt, hätte ich mehr gespart. Aber das habe ich leider zu spät gesehen. Den Schuh habe ich mir auch noch bestellt. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon. Ja, das war Tag 1 meiner Pre-Birthday Week. Und an Tag 2, das war dann gestern, glaube ich. Ich hatte euch das auch schon mal in einem anderen Video erzählt, dass Alicia im Juli Geburtstag hatte. Ich glaube, sogar im letzten Vlog habe ich das erzählt. Oder in meinem letzten Style Talk habe ich es, glaube ich, erzählt. Sie hatte Geburtstag und ich war die ganze Zeit überlegen, was soll ich ihr schenken, keine Ahnung. Und ihre und meine Leidenschaft von uns beiden ist einfach die größte Leidenschaft, Reisen. Und deswegen dachte ich mir so, okay, habe ich dann auch natürlich mit ihr im Kollektiv besprochen und gemeinsam beschlossen, dass wir zusammen eine Reise machen nach meinem Geburtstag. Und zwar haben wir uns jetzt entschieden und wir haben unsere Unterkunft gebucht, unser Hotel. Ist nichts Besonderes, aber das reicht auf jeden Fall. Das wird mein 6. Mal Paris. Oh, jetzt habe ich es gedroppt. Ja, sorry, ich war nach Paris. Es wird mein 6. Mal Paris sein. Ich war ja erst im Februar da, aber ich liebe Paris. Ich kriege nicht genug von dieser Stadt und Alicia war noch nie in Paris.
Dementsprechend geht es für uns beide nach Paris. Und da habe ich dann halt die Unterkunft für uns gebucht und auch den Parkplatz. Und was gibt's Besseres? Eigentlich ist das ja unser komplettes Geschenk. Also eigentlich wäre das das Geschenk oder beziehungsweise ja doch an meinem Geburtstag das Geschenk. Und eigentlich zählt das nicht zu Pre-Birthday, aber an dem Tag hatte ich keine Zeit, mir sonst irgendwas Gutes zu tun. Deswegen war das einfach der Tag 2. Heute ist Tag 3 und ich weiß noch nicht, was ich mir heute Gutes tun will. Oh mein Gott, das muss ich euch kurz zeigen. Was ist das denn? Oh, ich lieb's. Oh mein Gott, ich kann doch nicht mehr. Wie süß. Wie süß kann man sein, Alter? Ihr seid so Zucker. Ich will auf jeden Fall, ich glaube morgen habe ich nämlich frei, will ich endlich eine Waffel. Ich will seit Wochen eine Waffel essen. Moment, ich guck mal kurz. Okay, ich glaube, heute gibt's eine Waffel. Lieferung ab 16.15 Uhr. Heute wird mein Gutes sein, dass ich endlich eine Waffel esse. Ich bestell mir eine Waffel. Ich mache auch Kirschen drauf. Was soll der Geiz? Heute gönn ich mir richtig. Oh no. Ich brauche einen Mindestbestellwert. Ich bestelle eine Waffel für Marilena und bringe sie ihr dann zur Arbeit. Ja, Zartbitterschokolade mag sie auf jeden Fall. Ja, jetzt kann ich bestellen. Das heißt, ich bringe die Waffel einfach später mit Marlene. Ja, ich habe bestellt. Ich habe mir eine Waffel bestellt. In einer Stunde kommt die an. Oh mein Gott, endlich. Okay, jetzt kann ich glücklich und zufrieden den Tag zu Ende fortschreiten. Schaut mal, was mich soeben erreicht hat. Unten ist die Waffel für Marilena. Die bringe ich ihr danach. Und hier ist meine Waffel. Oh, oh mein Gott. Uff. Oh mein Gott, das werde ich mir jetzt sowas von schmecken lassen. Die sieht ja geisteskrank lecker aus. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann zeige ich euch jetzt meinen Einkauf. Ich war bei Aldi heute einkaufen und habe alles insgesamt 27 Euro ausgegeben. Ein bisschen was Ungesundes durfte heute auch mit. Ich sage ja immer so ein bis zwei ungesunde Sachen nehme ich mir mit. Das waren Kesselchips und die. Ich bin beim ersten Mal dran vorbeigegangen, weil zeitmal waren die aber nochmal vor der Kasse für 1 Euro im Angebot. Dann bin ich schwach geworden. Für morgen zum Frühstück Brötchen. Ich liebe diese hier vom Aldi. Dann habe ich später Bock auf Wraps und wahrscheinlich mache ich mir entweder Falafel oder so eine Pilz-Soße. Tomatoes. Zucchini kann man immer gebrauchen. Mais für die Wraps. Erbsen, weil ich brauchte letztens unbedingt Erbsen, aber hatte keine. Deswegen, ich brauche eine Packung Erbsen, brauche ich immer zu Hause. Dann habe ich gesehen, wie cool ist das denn? Einfach Edamame. Voll geil. Habe ich mitgenommen. War sogar im Angebot. Ich habe sowieso voll viel im Angebot irgendwie gekauft. Kidneybohnen gleich für die Dingens. Wraps. Dann habe ich diese Thunfischfilets geholt. Die esse aber nicht ich. Mehr Cornwraps. Zitronen und Ingwer. Ich bin zwar wieder gesund. Ich möchte aber auch, dass das so bleibt. Dann habe ich Bock auf eine Honigmelone. Lang ist's her. Salat und Gurke für die Wraps. Alles für die Wraps. Eine Avocado für die Wraps. Eine Avocado morgen fürs Frühstück. Die waren auch im Angebot für 89 Cent. Die sind schon perfekt vorgereift. Mandarinas, Tomatenmark war auch im Angebot, deswegen habe ich mitgenommen, weil meins ist auch bald leer. Kuckucksmilch, weil ich mache bald auf jeden Fall wieder Curry. Ich war letztens ja in Holland, habe ich ja eben schon erzählt. Und da habe ich ganz viel Currypaste, meine Lieblingscurrypaste, geholt. Weil ich finde die in Deutschland nirgendwo und deswegen, jo. Und auch für Curry passierte Tomaten. Eigentlich habe ich das immer vor, aber ich habe jetzt so eine winzige Küche, ich habe keinen Platz. Also aus diesen Sachen, das sind eigentlich 3 Gerichte, könnte man so sagen. Mehrere Portionen, 25, 27 Euro. Kann man eigentlich nicht meckern. Also das ist heute mein Abendessen, morgen mein Frühstück. Teilweise fürs Curry noch. Ich dachte mir, ich habe auch noch eine... Was ist meine hier? Kartoffeln da, deswegen kann ich einfach... Was war das? Jetzt bin ich voll aus der Bahn geworfen. Okay, ciao. Freunde der Sonne, ich habe meine Tage gestern bekommen. Deswegen ist das jetzt hier mein Krankenlager. Ich werde gleich auf jeden Fall frühstücken. Ich habe gestern Abend gar nicht mehr gefilmt. Ich habe mir gestern Abend noch einen Wrap gemacht. Ich lag den ganzen Tag einfach nur im Bett, weil ich prämenstruales Verhaltensmuster an den Tag gelegt habe. Ich war sehr emotional. Ich war träge, müde. Aber heute geht es mir schon viel besser. Ich habe meine Tage ja gestern Abend bekommen. Ja, das ist so krass, wie wir Frauen davon beeinflusst werden. Ich bin jeden Monat aufs Neue darüber so krass überrascht. Und vor allen Dingen, ich hatte das gar nicht, als ich die Pille damals genommen habe. Und Jahre danach nicht. Oder es ist mir einfach nur nicht aufgefallen, ich war zu doof oder so. Ich weiß es nicht. Jetzt, seit bestimmt 1-2 Jahren, merke ich das halt unnormal krass. Und ich habe die Pille schon vor 6 Jahren abgesetzt. Aber so seit 2 Jahren spüre ich meinen Zyklus unnormal krass. Mein Eisprung und wie mein Körper so drauf ist. Und vor allen Dingen, seit ich Pole Dance mache, spüre ich das noch krasser. Ja, vor allen Dingen seitdem. Vorher auch schon, aber seitdem noch krasser, weil ich dann
weiß, okay, zu Zeiten, wenn meine Tage auf dem Weg sind oder mein Eisprung. Vor allen Dingen, die meisten haben besonders viel Kraft, wenn die Eisprung haben, ich nicht. Bin ich halt schwach und danach lebe ich halt und danach suche ich mir auch meine Stunden aus. Wohin? Echt, dieser Kater, ne? Der hat heute wieder ADHS Deluxe. Naja, kann ich ja wieder dahin stellen. Wie Sie sehen, bin ich hier vom Lidl. Ne? Ich bin hier mal kurz hingefahren. Das ist nicht der Lidl meines Vertrauens, sondern eine andere Lidl-Filiale. Da der Lidl meines Vertrauens die ganze Zeit meine Milch, meine geliebte No-Milk-pflanzliche Milch, nicht hat. Die letzten drei Male, wo ich da war, gab es sie einfach nicht. Und deswegen, vielleicht ist sie gerade nicht lieferbar oder so. Deswegen versuche ich mal hier, vielleicht haben die hier noch einen Restbestand, ansonsten muss ich halt weiter warten und die Barista-Milch das nehmen. Ich überlege auch noch, ob ich mir was anderes hole, aber ich glaube eigentlich nicht, vielleicht noch einen Proteinriegel oder so, weil ich habe heute eigentlich gut gegessen, ich habe gestern Abend gut gekocht, ich war gestern beim Pole Dance, Leute, und gestern Pole Dance war so krass, ich war so glücklich. Kleines Pole Dance Update, und zwar war ich eigentlich richtig schlecht nach meiner vierwöchigen Sportpause, ungewollt durch Krankheit etc., war ich halt schlecht. Also logischerweise nach 4 Wochen kein Sport, plus du warst dazu krank, wenn du dann wieder einsteigst. Ich war halt echt schlecht. Ich war letzte Woche dreimal beim Pole Dance und es war halt nicht so gut. Aber ich stand halt auch kurz vor Tage. Das heißt, da hatte ich auch sowieso nicht so viel Kraft. Ich blende euch hier mal ein Bild ein oder einen Videoausschnitt, wie ein Straddle funktioniert, okay? Den normal machen ist schon anstrengend halt. Habe ich auch damals sehr lange für gebraucht, bis ich ihn hingekriegt habe, aber it's okay. Dann kann man den halt auch als Aerial machen. Aerial Invert nennt man den. Und da muss man halt aus der Luft diesen Straddle machen. Und das hatten wir in einer Kombi gemacht im Spinning, also im Drehen. Habe ich nicht hingekriegt. Vielleicht finde ich das Video noch und blende euch das auch ein. Habe ich aber nicht. Nee, sorry. Das hat nicht funktioniert. Ja, dachte ich mir schon, okay, ich bin super schlecht. Kein Problem. Und dann war ich gestern wieder beim Pole Dance. Dann hatte ich quasi dazwischen 3, 4 Tage Pause seit meiner letzten Stunde. Und dann hatte unsere Vertretung gesagt, ja, okay, ihr müsst einen Aerial Invert machen. Und ich so, keine Chance, kriege ich nicht hin. Die so, hä, das kannst du doch. Ich so, ja, eigentlich schon, aber also ist jetzt nicht so, dass ich ihn perfekt kann oder immer kann. Es kommt halt auf den Tag an, so auf meinen Gemütszustand. Und ich so, nee, habe ich aber nicht hingekriegt wegen 4 Wochen Sportpause, bla bla bla. Habe ich ihn einmal gemacht, war scheiße. Habe ich ihn nochmal gemacht, war scheiße. Dann haben wir irgendwie so eine Kombo gemacht, da musste man den wieder machen und auf einmal ist eine Kraft aus mir emporgestiegen. Ich weiß nicht, woher die kam. Ich war plötzlich Hulk. Und ich habe alles einfach perfekt mit Bravour gemacht. Die Kombi, das war. Ich weiß nicht. Da ist irgendwas gesprossen und gesprudelt aus mir. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Aber ich war plötzlich voll gut und voll stark. Aber ja, ich war richtig glücklich dann gestern nach Pole Dance. Und dann war ich halt, bin ich zu Hause angekommen. Von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends habe ich gestern quasi gearbeitet. Das war ein Tag, dann habe ich mich noch in die Küche gestellt eine Stunde, habe mir Grätschka gemacht mit Gemüse, habe das gegessen und das habe ich mir dann heute den Rest zur Arbeit mitgenommen, habe heute Morgen ein Brötchen gegessen und ja, das war eigentlich alles, was ich gegessen habe. Und auf der Arbeit noch so 2 Haferriegel. Bin jetzt schon seit einer halben Stunde hier im Auto, weil ich mein Reel, mein TikTok, mein Short für heute fertig gemacht habe. Und ich habe euch ja auch noch gar nicht erzählt, dass Mochi weggelaufen ist, oh mein Gott. Also ich habe absolut keine Ahnung eigentlich, was ich einkaufen will. Ich muss morgen auf jeden Fall sehr, sehr viel Social Media technisch erledigen. Deswegen zum Frühstücken mein Lieblingsbrot eigentlich von Aldi. Das und Avocado und Brombeeren habe ich gesehen, waren ein Angebot. Nehme ich auch mit. Dann noch eine Banane für jetzt und Tomatoes für morgen. Und nein, meine Milch gibt es hier auch nicht. Das ist nämlich diese No Milk. Bloß von 3,5%. Ich weiß nicht, was los ist, wieso es hier nirgendwo gibt. Also wenn jemand bei Lidl von euch arbeitet, please tell me, was damit ist. Ich könnte auch einfach einen Mitarbeiter fragen, aber das wäre nicht so witzig. Schreibt es mir in die Kommentare, please. Stattdessen nehme ich dann immer die hier als Ersatz. Also das ist auf jeden Fall mein Abendessen. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal auch diesen Riegel hatte. Bin mir nicht mehr sicher. Muss ich nochmal auschecken. Brombeeren und eine Banane. Ja, und später noch Semichki und Serie. Ja, das ist mein Abendessen. Also es ist irgendwie in der Zwischenzeit dunkel geworden. Habe ich gemerkt, Sommer ist auf jeden Fall vorbei, weil wir haben gerade mal nicht mal 21 Uhr und es ist schon dunkel. Komisch. Deswegen werde ich die Storytime, dass Mochi abgehauen ist, morgen erzählen. Es war so klar, dass Mochi direkt hier angerannt kommt, wenn er irgendwelche Geräusche hört. Also Leute, am besten schnappt ihr euch jetzt was zu essen oder was zu trinken. Denn jetzt folgt ein DM-Haul und ein Storytime, wie dieser Rabauke hier abgehauen ist mitten in der Nacht. Was ist mitten in der Nacht? Das war 23 Uhr oder so. Genau, wir fangen jetzt an. Das wird wahrscheinlich jetzt eine lange Sequenz. Eigenes Video, könnte man so sagen. Okay, wir starten.
starten erstmal mit dem DM-Haul. Ich habe mich ein bisschen ausgestattet mit so Basics, die ich einfach brauchte. Wir fangen an mit diesen Kosmetiktüchern. Die kaufe ich immer wieder, diese Recycling-Kosmetiktücher. Dann habe ich mir diese Mienudeln hier geholt, weil ich habe in letzter Zeit ein bisschen Gefallen an Rahmen gefunden. Deswegen die. Das ist einmal der Kassenbon. Da stehen alle Preise drauf, falls ihr euch interessiert für die Preise. Dann habe ich mir diese Trocknertücher geholt, weil die riechen allein so schon geil. Die kann man sich auch einfach in den Schrank legen oder so, aber tue ich halt in den Trockner. Dann meine allerliebsten feuchten Tücher von Ebelin. Ich liebe diese Tücher. Leute, ich schwöre auf die. Ich mache damit alles. Also die sind für alles gut. Die sind auch voll groß und die werden auch nicht so schnell trocken, wenn die mal offen bleiben. Die sind super. Dann habe ich hier so ein Zweierpack, aber eine Hälfte ist schon in der Küche. Allzwecktücher von Denk mitgeholt. Dann habe ich mir einen Rohrreiniger geholt. Den hole ich mir auch immer wieder neu. Dann habe ich mir einen Weichspüler von Denk mitgeholt, weil mein letzter Weichspüler, den ich ja von Rossmann geholt hatte. Ich weiß nicht, wer sich an meinen Rossmann-Haul erinnern kann. Brauchte einen neuen Weichspüler. Dann habe ich mir zwei Trockenshampoos geholt. Da hole ich immer diese beiden, wo der Deckel ist. Ah, hier. Dann nehme ich immer dieses Kokos und dieses Soft Cotton. Ja, Soft Cotton Trockenshampoo von Balea. Das sind einfach meine liebsten Trockenshampoos. Und jetzt, seit ich blond bin, noch besser, weil hell und sieht man nicht so. Also kann ich so viel reinklatschen, wie ich will. Super. Habe ich aber auch mit jeder anderen Haarfarbe benutzt, die ich hatte. Dann habe ich mir eine Seife geholt. Und zwar nur Nachfüller, weil ich halt so einen Spender habe. Diese Seife kostet einfach 7 Euro, glaube ich. Ich weiß immer noch nicht, wie die Marke ausgesprochen wird. Die riecht einfach so göttlich. Echt. Es gibt zwei davon und ich habe die hier in Rosemary Ginger Duft. Das klingt gar nicht so, als ob das gut riechen würde, weil Rosemary und Ginger, okay. Aber das riecht unfassbar gut. Dann habe ich mir diese Parteinudeln geholt, die habe ich jetzt auch schon öfter geholt. Die mag ich halt auch voll gerne, so mit Gemüse, so mäßig auf asiatisch. Manchmal, was willst du? Dann habe ich mir Airwaves geholt, die hole ich mir immer wieder. Das sind einer meiner liebsten Kaugummis einfach. Und zu guter Letzt hatten wir so einen Tisch beim DM mit so Maxi-Packs. Die haben wir alle paar Monate mal, so einen Tisch. Und dann hole ich mir immer diese Kichererbsen, weil die sind vergleichsweise echt günstig, glaube ich, für 1,55. Da ist halt voll viel drin, vor allen Dingen für mein Curry. Ist das halt super. Ich will auf jeden Fall auch wieder Curry kochen, weil ich wieder so ein bisschen mehr Meal Prep machen möchte. Davon habe ich mir direkt 3 Stück geholt. Und das war es auch schon. Also ist nicht so viel, aber diese Sachen brauchte ich einfach wieder neu. Jetzt kommen wir zum Storytime, wie Mochi abgehauen ist. Und ich wirklich, ich dachte mir so, geil, ich habe einen Balkon, können die Katzen wieder drauf. Ist super, ist schön, klasse. Mein letzter Balkon war ja katzensicher, aber da haben auch die Katzen nie versucht, irgendwie auszubüchsen oder so. Und bei mir hier beim Balkon ist es so, dass ich am Rand so einen kleinen Schlitz habe. Und von dem Schlitz kannst du, also können die halt da durch. Und dann ist unten drunter, bestimmt in so einem Abstand oder so, also schon so gut 1 Meter, die Abdeckung von meinem Nachbarn, von seinen Jalousien. Da springt Mochi drauf. Und dann von den Jalousien, von dieser Abdeckung aus, springt er nochmal gut 2 Meter runter auf den Balkon von meinem Nachbarn. Und beim Balkon meines Nachbarn grenzt direkt ein Dach an. Von der Garage oder keine Ahnung, was das für ein... Nee, das ist nicht mal ein Dach. Ich glaube sogar, dass das... Also ich bin mir nicht sicher, ob das ein Dach ist und darunter eine Garage ist oder sowas. Oder ob das die Wohnung von meinem Nachbarn ganz unten ist. Das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist da ein Dach. Okay? Das heißt, wenn ich von meinem Balkon runtergucke, ist darunter der Balkon vom Nachbarn und ein riesiges Dach. Dann springt er auf den Balkon von meinem Nachbarn und da spaziert er dann ganz easy auf dieses Dach. Und von diesem Dach geht es dann weiter auf ein anderes Dach, auf noch ein anderes Dach. Und so geht es immer weiter zu keine Ahnung welchen Häusern. Und der ist dann beim ersten Mal, wo ich hier frisch eingezogen bin, runtergesprungen. Und ich habe das nicht mal gemerkt, weil ich duschen war und die Tür hier halt offen gelassen habe. Und irgendwann hat mein Nachbar geklingelt und meinte, ja, deine Katze ist so auf dem Dach. Und ich so, oh Gott, Scheiße. Ja, dann hat er mir den halt gegeben. Dann habe ich den hochgebracht und der ist sofort instant wieder auf den Balkon gerannt, wieder auf die Abdeckung, wieder aufs Dach. Ja, und dann muss ich wieder zum Nachbarn. Ich so, sorry, der ist wieder runtergesprungen. Und seitdem lasse ich hier halt die Balkontür gar nicht mehr auf, weil ist halt nicht möglich, weil Mochi direkt abhaut. Und das letzte Mal ist er halt abgehauen, das erste und letzte Mal ist jetzt halt gut 3-4 Monate her. Das Problem ist, von meinem Schlafzimmerfenster kann man auch auf meinen Balkon. Also das ist direkt angrenzend quasi. Und ich habe halt gelüftet, weil es ist heiß, es ist Sommer. Ich habe gelüftet und nicht darüber nachgedacht und Mochi reingelassen. Und er ist dann von meinem Schlafzimmerfenster, ich weiß gar nicht, ob der zuerst auf den Balkon gegangen ist oder direkt auf diese Abdeckung gesprungen ist da unten, aber auf jeden Fall ging es ganz schnell und er war weg. Beim letzten Mal, also wo er vor 4 Monaten hier runtergesprungen ist, hat er die ganze Zeit gemiaut und hat sich dann unter dem Balkon, da ist so ein Platz zwischen Dach und Balkon, hat er sich da drunter halt versteckt und die ganze Zeit nur gemiaut, bis mein Nachbar den halt geholt hat.
Und dieses Mal ist er dann aber auf dem ganzen Dach rumspaziert und dann sehe ich so, geht er aufs nächste Dach und aufs nächste Dach und ich so, oh mein Gott. Ich war Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe überlegt, was soll ich machen, weil es war schon 23 Uhr irgendwas und ich wusste, mein Nachbar ist safe schon am Schlafen. Ich bin dann auch tatsächlich runter, habe geklopft, aber kam halt keine Antwort und die Klingel war, glaube ich, aus. Ja, dann bin ich halt wieder hoch und wir so, scheiße, was machen wir? Dann irgendwann war Mochi weg. Also der ist so lange weiter auf diesen Dächern rumgelaufen, also meterweise weg, dass wir ihn irgendwann nicht mehr gesehen haben. Ich war so, okay, der wird safe irgendwann wiederkommen halt, weil Katzen kommen ja immer wieder so zurück nach Hause. Aber ich kenne mich halt auch nicht so gut aus, weil ich halt immer nur Wohnungskatzen hatte. Aber das Ding ist, Mochi, er sieht vielleicht aus wie ein harter Bursche, ist er aber nicht. Er ist voll die Memme. Wenn ich mit dem Gassi gegangen bin, immer hat er immer nur rumgeheult und rumgemiaut und es gar nicht genossen. Deswegen habe ich das auch mit dem Gassi gehen irgendwann gelassen. Ich habe das ja eigentlich damals eingeführt, um den so zu entlasten, damit der ein bisschen rauskommt und so, weil er ist halt einfach noch so eine Wildkatze. Er hat sehr viel Wildgehen in sich. Aber er war halt voll die Pussy so. Und ich war so, scheiße, der ist hier so aufgeschmissen, das geht nicht. Mein Gefühl hat mir auch gesagt, ich werde Mochi gleich wieder im Arm haben. Keine Ahnung wie, aber es wird so sein. Das war so, es ging nicht. Und Misha war dann halt hier und Misha war dann der Einzige, der hier war. Und es war irgendwie schon so komisch. Ich war so, nee, ich hasse den zwar. Das ist einfach so eine Hassliebe zwischen uns. Aber das geht nicht, dass er jetzt weg ist. Das ging einfach nicht in meinen Kopf rein und ich wusste, das wird auch nicht so sein. Wie so, was machen wir? Keine Ahnung. Wir sind rausgegangen. Und hab dann draußen mit einer Taschenlampe und einem Laserpointer und die ganze Zeit Mochi gerufen, den gesucht. Halbe Stunde lang ungefähr, aber keine Chance. Und ich wusste auch, wir werden den draußen nicht finden. Irgendwann wieder nach Hause und ich war so die ganze Zeit so eine Mischung aus, habe ich jetzt gleich einen Mental Breakdown und heule extrem, weil meine Katze weg ist? Oder denke ich mir so, nee, der kommt gleich wieder. So. Dann nochmal eine halbe Stunde auf dem Balkon gestanden, den gerufen, die ganze Zeit, kam nichts. Und man sieht ja im Dunkeln die Augen leuchten. Kam einfach nichts. Irgendwann habe ich schon aufgegeben und dachte mir so, okay, morgen muss ich überall Flyer verteilen und nach Mochi suchen und keine Ahnung. Ich wusste nicht, ich habe mir nicht mal so krass Gedanken gemacht, weil das war, wie gesagt, voll surreal. Dann bin ich schon ins Schlafzimmer gegangen, habe da wieder Fenster aufgemacht. Dann war ich eigentlich schon, okay, bringt jetzt nichts, ich gehe jetzt einfach schlafen, weil keine Ahnung, was er für einen Spaziergang jetzt macht. Ich wollte schon Fenster zumachen. Auf einmal höre ich nur, da ist er. Und ich so, nein, was ist? Der Gute meinte, bring mir meine Schuhe. Und ich so, okay. Und dann ist er den Balkon runtergeklettert. Ich sag euch ehrlich, ich hätte das auch gemacht. Der Balkon ist nicht so gut geeignet zum Klettern, aber auch nicht unmöglich. Ich hätte es auch gemacht, aber er meinte, gib mir meine Schuhe, ich kletter da runter. Okay. Dann habe ich eine Sporttasche mit der Leine runterdingsen lassen und meinte, tu den in die Tasche und quetsche ihn einfach da rein, mach die Tasche zu und ich ziehe den halt hoch. Ja, hat er versucht, Mochi hat sich aber die ganze Zeit gewehrt, ging nicht, der hat auch gefaucht sogar wohl, habe ich nicht gehört, aber der hat wohl anscheinend auch gefaucht und war halt gefühlt unmöglich. Ich so, okay, ich schmeiße dir meinen Rucksack runter, tu sie in den Rucksack, kannst du den Rucksack anziehen und wieder hochklettern. Ich habe den Rucksack runtergeschmissen, der immer noch Mochi die ganze Zeit im Arm gehalten, aber dann dachte ich mir so, nee, Alter, wie will der mit Mochi zusammen, wie will der diesen Balkon wieder hochklettern? Runter war schon schwer, weil da kaum Haltemöglichkeiten sind. Ich hätte das filmen müssen, das war so witzig, ne? Ich bin dann runtergegangen und hab dann doch meinen Nachbarn richtig laut wach geklopft. Der kam dann so. Und ich so, es tut mir so leid, aber meine Katze. Und ich hab dann einfach gesagt, mein Freund, weil in dem Moment war es so schwer zu erklären irgendwie. Ich so, mein Freund ist auf deinem Balkon gerade mit meiner Katze und so, kannst du ihn bitte reinlassen? Und er so, ja, okay. Ich liebe meinen Nachbarn dafür. Ich muss ihm noch mal ein Bier bringen, ein Sixpack Bier. Als Dankeschön, habe ich schon die ganzen letzten 2 Tage vorgehabt, die ganze Zeit nicht geschafft wegen Arbeit, aber heute mache ich das 100%, ich schwöre, hoch und heilig, ich hole dem dieses Bier mit einem Dankeschön und sorry, ich versuche, dass das nicht wieder vorkommt. Ja, und Leute, dann kam ich wieder und es sah so witzig aus, neben mir, er hat es dann anscheinend in der Zwischenzeit schon geschafft, Mochi in den Rucksack zu packen, hat einen Rucksack angehabt und steht dann unten auf dem Balkon so, guckt so hoch. Das war ein Bild für die Götter, das sah so witzig aus. Aber in dem Moment hatte ich ganz andere Sachen im Kopf, als das irgendwie zu filmen oder abzufotografieren, aber das war Gold wert, dieser Anblick. Ja, und dann kam schon mein Nachbar und hat den halt reingelassen. Ich weiß auch nicht, ob der es geschafft hätte, hier hochzuklettern. Und das Krasse ist, wie gesagt, ich darf halt theoretisch die Jalousien, also entweder das Fenster halt nicht aufmachen oder wenn ich das Fenster aufmache, muss ich die Jalousien runter oder die Katzen dürfen halt nicht rein. Aber Mochi ist halt so schnell, dass er einfach so, also er ist so schnell darunter, so schnell kannst du gar nicht agieren. Und dann war das gestern wieder unnormal heiß, ich wieder das Fenster aufgemacht, dann bin ich auf Toilette kurz gegangen und habe wieder vergessen, dass das Fenster offen ist. In der Zwischenzeit ist Mochi diesmal Gott sei Dank nur auf dem Balkon. Ich war so, wo ist Mochi?
ich den überall in der Wohnung gesucht, nicht gefunden. Ich so, fuck, aber ich habe ihn auch nicht miauen gehört, weil normalerweise, wenn er aufs Dach unten springt, fängt er direkt an zu miauen. Ich ihn nicht miauen gehört. Ich schnell die Jalousien runter, Fenster zugemacht, ich ihn weiter in der Wohnung gesucht, nicht gefunden. Ich so, fuck. Ich gehe so auf den Balkon, wollte runtergucken und dann lief er aber auf dem Balkon, also auf meinem Balkon noch rum. Und ich so, oh mein Gott, dann habe ich ihn schnell gepackt und rein. Weil man merkt richtig, der will wieder einen Spaziergang draus machen. Der hat jetzt voll das Bedürfnis danach, aber keine Chance. Leute, selbst wenn ich ihn guten Gewissens rauslassen könnte und er hätte wieder die Möglichkeit zurückzukommen von selber, weil der kann ja nicht von selber wieder hochkommen, 3 Meter, würde ich es nicht machen, weil er ist halt eine Rassekatze. Instant, ich weiß, wie Menschen drauf sind, der wird instant geklaut, Leute. So sieht keine normale Katze aus. Also, ich verstehe die Frage nicht. Der wird instant geklaut, dann ist er weg. Und ich will keinen alleinerziehenden Sohn hier, Misha, haben. Alleinerziehenden Sohn? Ich will keine alleinerziehende Mutter sein von einem einzigen Sohn mehr. Das geht nicht. Der muss hier bleiben. Und deswegen kann ich ihn nicht rauslassen. Selbst wenn ich wollte. Wie gesagt, erstens, er hat nicht die Möglichkeit, hier zurückzukommen. Ich weiß auch nicht, wie man das machen kann. Und zweitens, er wird direkt im ersten Moment bei der erstbesten Gelegenheit geklaut werden. Und weil er halt auch gar nicht menschenscheu ist, wird er sich halt auch direkt klauen lassen. Und das will ich halt einfach nicht. Deswegen geht es leider nicht. Aber, Leute, er war insgesamt 1 Stunde weg. Und ich wusste nicht, kommt er irgendwann wieder oder nicht, weil ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo der da spaziert ist. Aber er ist wiedergekommen. Er ist nach 1 Stunde ungefähr wiedergekommen. Ist zumindest der Beweis, dass wenn es nochmal passiert, kann ich mich beruhigen. Früher oder später, er wird auf jeden Fall wiederkommen. Er kennt den Weg quasi jetzt, keine Ahnung. Und irgendwie ist der Gedanke auch eigentlich voll cool so, wenn ich irgendwas hier bauen könnte, was runterführt, dass er wieder hochkommt. Aber erstens, das wäre sowieso nicht wetterfest. Zweitens, ich bin nicht handwerklich begabt. Und drittens, das erinnert nichts an der Tatsache, dass er direkt geklaut werden würde. Das ist bei Rassekatzen so. Er ist ja keine nur noch 15 Straßenkatze oder sowas. Und ich wohne halt auch in der Stadt. Hier ist kein Dorf oder so wie in meiner letzten Wohnung. Es ist halt wirklich Stadt und es ist gefährlich und das kann ich nicht verantworten. Und wenn er dann irgendwann geklaut wird oder stirbt oder keine Ahnung, dann werde ich mir es niemals verzeihen. Deswegen, es geht einfach nicht. Auf jeden Fall, das war echt ein krasses Gefühl irgendwie, als er weg war. So, ich habe mich voll machtlos gefühlt und wusste nicht, was ich machen soll. Und das Ding ist, ich wäre auch aufs Dach gegangen und hätte den über den Dächern mäßig gesucht. Aber zwischen dem einen großen Dach und dem anderen großen Dach ist quasi nur so ein, wie nennt man dieses Durchsichtige, was so gewellt ist? Welldach? Weiß ich nicht. Und da kann man als Mensch nicht drüber gehen, weil es kracht sofort ein. Deswegen hätte ich das auch nicht gemacht, sonst hätte ich das auch gemacht. Ich hätte den meinen Kragen wieder zurückgezogen, aber geht halt nicht. So schnell ich kann, muss ich auf jeden Fall ein Fliegengitter an mein Schlafzimmerfenster machen, dass wenn das Fenster auf ist und die Jalousien oben sind, dass es trotzdem safe ist. Wobei mir auch da eine Zuschauerin geschrieben hat, dass ihre Katze sich da einfach so gegengeschmissen hat, es kaputt gemacht hat und rausgelaufen ist. Aber ich glaube, das wird er nicht machen. Aber müsste man beobachten und den Balkon irgendwie katzensicher machen. Beziehungsweise nicht mal unbedingt katzensicher, weil vom Balkon runter springen aufs Dach wird er nicht machen, weil das ist zu hoch. Aber diese eine Lücke muss ich irgendwie schließen. Ich bin bei sowas echt gar nicht kreativ, nicht handwerklich begabt, nix. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ja, vielleicht habt ihr ja da Tipps oder so. Ich kann euch ja mal kurz die Stelle zeigen. Ja, ich zeig euch die Stelle, was soll der Geiz. Das ist die Stelle. Das ist mein Fenster. Und von hier springt er da drauf. Und von dort springt er unten auf das Dach. Ja, ist einfach so ein komplettes Dach. Ja, und dann war er schon auf diesem Dach da hinten. Also beziehungsweise nach dem Grauen und dahinter das Weiße habe ich halt nichts mehr gesehen. Auf das Braune dann kommt er, glaube ich, nicht. Aber von dem weißen Dach aus, keine Ahnung, wo es da weitergeht. Man sieht das halt von hier nicht. Ja, so viel zu dem Storytime, ne? Es war turbulent. Nervenaufreibend. Aber jetzt ist er ja wieder da. Ich werde gleich diesen Vlog für euch schneiden. Ich habe zwar nicht so viel gefilmt, aber trotzdem klein langsam wieder reinkommen ins Vloggen. Das war es erstmal von mir. Ich glaube, ich fange auch gleich einen neuen Vlog an, weil das Storytime ging jetzt auch lange genug. Ich glaube, der Vlog ist dementsprechend auch lang genug. Ich hoffe, dass dieser Vlog euch gefallen hat. Vergesst nicht, wenn ihr dieses Video seht, habe ich in 2 Tagen Geburtstag. Weh, ihr gratuliert mir nicht alle. Auf Instagram müsst ihr mir gratulieren. Am 10. September. Meine Pre-Birthday-Week läuft auf jeden Fall super. Bis dahin, war's von dem Video. Tschüss.